Hallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Build a Zoo hier mit mir auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr mit eingeschaltet habt. Wir beknien gerade aktuell die Schlangen, sich fortzupflanzen. In der Hoffnung, dass sie es auch tun werden. Wir haben beim letzten Mal den Bauernhof erforscht, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Eigentlich können wir das gar nicht so benutzen derzeit. Aber vielleicht in Zukunft. Mann, das ist das falsche Geschlecht. Das ist ja scheiße. Ich brauche das gleiche hier nochmal in männlich. Ich habe die Status. Kein Tierarzt. Ich habe keinen Tierarzt. Das ist ja blöd. Wir brauchen eine bestimmte Schlangensorte. Nämlich wenn die zwei braunen Klapperschlangen, sind das glaube ich, sich fortpflanzen, kommt eine Schlange bei raus, die uns Schweine ermöglicht. Und ich habe richtig Bock. Richtig Bock auf Schweine. Wir können eigentlich schon die Hyänen uns holen, aber wir haben das Hyänengehege noch nicht freigeschalten. Hier haben wir eine weitere Wasserschweinsorte. Die könnte ganz nützlich sein. Für spätere Zeiten, für schlechte Zeiten. Genau, und aktuell spare ich auf 20 Forschungspunkte, weil ich möchte gerne die zweite Forschungsperson einstellen. Das wäre ideal. Wir müssen langfristig die Verbrennungsanlage freischalten. Jetzt noch nicht. Damit wir da die verstorbenen Tiere mit entsorgen können. Wir brauchen die U-Bahn. Wir brauchen das, den Ballonladen. Allein für mein inneres Seelenheil. Es gibt viel, viel, viel zu tun. Wir haben seit kurzem den Splicer, wo ich versucht habe, ein Tier zu klonen. Ach so, nee, und das andere ist, wird jetzt eine Zusammensetzung aus Schlange und Ente werden, wenn es fertig ist. Mal schauen, wie gut das dann am Ende aussehen wird. Ich muss wie immer Überblick über alle Tiere behalten, dass sie nicht zu alt werden, die Gehege nicht zu voll werden. Weil wenn sie zu alt sind, sterben sie. Wenn die Gehege zu voll sind, sind sie unglücklich. Das sind alles Dinge, die es gilt zu vermeiden. Wir müssen gucken, dass wir genug tierpflegende Personen haben, damit die Gehege immer sauber sind und hier nicht alle Leute kotzen müssen. Nicht immer ganz so einfach. Weil die Tierpfleger echt ein bisschen teilweise unfähig sind. Sagen wir es mal vorsichtig formuliert. Das ist so ein typischer einmal mit Profis arbeiten Moment, würde ich sagen. Genau. Er ist sehr hungrig. Und ist jetzt auf der Suche nach Nahrung, der Gute. Und so haben wir als Zoobesitzer immer viel zu tun, würde ich sagen. Dabei haben wir nur vier verschiedene Tiere in vier verschiedenen Gehegen. Eigentlich gar nicht so wild. Aber wir haben jetzt natürlich unsere Chance hoffentlich bald erhöht, die nächste Variante freizuschalten. Manchmal fehlt mir in dem Spiel so eine mehr globale Übersicht. So, das habe ich ja schon mal gesagt, zum Beispiel, dass man sieht, dass man von allen Tierpflegern oder von allen Hausmeistern die Zonen sich anschauen kann. Aber das funktioniert leider nicht. Verkäufer, Tierpfleger, Züchter, Bauer, Gentechniker, sehr teuer. So ein Gentechniker. Eigentlich dürfen wir die nicht ohne Job lassen, so teuer wie die sind. Würde ich sagen. Der Bauer läuft halt auch nur rum, so während hier die. Und der guckt den Karotten wörtlich beim Wachsen zu. Das ist sein einziger Job. Aber ich rede mir zumindest ein, dass ich die Karotten benutzen kann für die Hasen. Oh, eine neue Tiervariante. Weil irgendwo war hier so eine Übersicht. So eine Warenübersicht. Und da steht irgendwie Karotten wachsend auf Bauernhof. Ja. Was für eine neue Variante war gerade? Er hat gerade irgendwas gesagt. Das
irgendwas machen kann mit dem Wasserschwein. Was ist da los? Ach so, ich glaube, das hier ist übrigens eine Hyäne. Bin mir nicht sicher. Könnte auch was anderes sein. Okay, ich hab. Ja, wenn man die Ansagen nicht richtig liest, ist natürlich selber schuld. Ganz klarer Fall von selber schuld. Mann. Wollte mir bestimmt irgendwas Wichtiges mitteilen. Mit die Kapibaras. So, hier ist jetzt gerade übrigens das Ding, dass ich gerne die zwei loswerden würde hier. Sobald es hier vorbei ist, müssen die nach Hause und entlassen werden. Die sind zu alt. Die haben ihren Job aber auch nicht erfüllt. Ich merke gerade, ich bin auf zweifache Geschwindigkeit. Ja, das Ziel, und ich weiß nicht, ob sie es erfüllt haben. Das war mehr von dieser Sorte hier auf jeden Fall. Von der Stufe. Ab hier weiß ich halt nicht mehr, wie die sich jetzt fortpflanzen müssen, um noch die nächste freizuschalten. Da muss man auch ein bisschen mal der Natur ihren Lauf lassen. Würde ich ganz ehrlich sagen. Dass da einfach mal so ein bisschen geguckt wird, auch wie die Hasen sich halt fühlen. Ne, man kann sie ja immer nicht zwingen. Und ist es dein Ernst, die dritte weibliche Schlange von der Art? Oh, scheiße. Das ist ja unglücklich. Das ist ja richtig gehend unglücklich. Kein Fan. Miechse, kein Fan davon. Hier ballt es sich so ein bisschen, ne? Hier ist ein bisschen wenig Platz. Ich könnte jetzt den neuen Zooteil schon kaufen, aber Leute, ich habe ja gar keine Tiere. Was will ich denn damit machen? Man könnte jetzt halt argumentieren, dass man irgendwie zwei Hasen von einer Sorte jetzt woanders hin tut. Irgendwie hier Ellie. Kann jetzt in dann das Gehege zusammen mit April. So, und dann kann man irgendwie sagen, ist das Gehege jetzt nicht mehr leer? Aber ob das jetzt was bringt langfristig? I don't know, muss ich ganz ehrlich sagen. I don't know. Das heißt immer, dass sie getrunken haben oder dass sie trinken wollen. Ich bin immer echt unsicher. Ich glaube, ich muss mir im Moment Zeit nehmen, meine Nase zu pudern. Toilette, du hast getrunken. Du brauchst Sättigung, Energie, Attraktionen. Leute, ihr wiederholt euch. Wir wissen alle, dass das größte und glücklichste Nagetier der Welt ist. Ah ja, ich habe jetzt direkt die eine Stufe übersprungen hier. Selbes Problem, da muss immer erstmal nochmal das Männchen vorbeischauen. Sonst wird das alles nix. Jetzt hat nämlich die Tierfliegerin hier auch mal was zu tun. Den lieben langen Tag. Ja, aber am Ende sterben die mir hier im Zuchtprozess. Das wollen wir nicht. Keine toten Tiere. Tote Tiere machen nur Scherereien. 14 Forschungspunkte, Leute. Durchhalten. Wir müssen durchhalten. 5 Leute fanden den Preis zu hoch. Pizza ist radikal. Ich brauche eine gute, alte Pizza. Dudes! Kannst du einen Pizzaladen anschaffen, damit ich eine Schildkrötenpizza essen kann und abhängen kann? Sandro, I don't know. Captain Cola ist aus seinem Urlaub zurück. Captain Cola, ich bin das Vorbild für Kinder überall. Mehr als eine Marke. Ich bin ein Freund. Aber mal im Ernst, das Cola-Unternehmen sagt, dass sie mir mit den erhöhten Verkaufszahlen vielleicht einen Tag freigeben können in ein paar Monaten und die Luftlöcher in meinem Anzug ein bisschen größer machen können. Captain Cola ist hier. Zeit ist rauf zu kolern. Okay. Ich habe doch schon mal diese Quest erledigt, oder nicht? Oh, mein Ticketpreis ist wieder zu niedrig, Leute. Die Kasse klingelt. Macht schon immer einen Dollar mehr. So günstig. Ja, es ist immer, die kommen immer noch an, wie man fragt, selbstverständlich. Oh Gott, warum sind jetzt auf einmal die ganzen
Gänse hierher. Ihr seid die gleichen. Ihr wisst, meine einzige Entscheidungsgrundlage ist das Alter vom Tier. Je älter das Tier, umso eher geht es weg. Es geht hier. Vielleicht könnten wir auch ein zweites Gänsegehege machen. Gleich sind die Hasen soweit. Jetzt kann man halt eventuell sicherstellen, dass dann auch wirklich dieser eine Hase geschwängert wird. Da müssen wir leider drauf achten. Nur so kriegt man die Genome. Tipp, tipp, sagt der Hase. Wo ich nicht weiß, es hätte auch ein anderes Tier sein können. Vielleicht ist es ein Vogel. Ich habe keine Ahnung. Tschüssi, Hase. Ich will das neue Baby sehen. Alle Tiere sind wertvoll. Aber ja, ich bin auch jedes Mal, wenn ich im Zoo bin, im Gehege, da ist ein Baby. Oder ein junges Tier. Das ist doch das Einzige, was zählt. Seien wir doch mal ehrlich. Wenn wir alle ehrlich zu uns sind. Und die Karotten sind schon wieder fertig. Ich glaube halt, die können nicht zwischengelagert werden. Das ist das Hauptproblem. Lagerraum. Momente, eine Menge im Lagerraum. Wir werden den Lagerraum erforschen, wenn es soweit ist. So, ich möchte bitte euch zurück ins Gehege tun. Und die beiden dann auch direkt nach Timbuktu schicken. Da werden sie benötigt. So, jetzt haben wir hier noch ein Weibchen. Oh, Mitzi muss auch nach der Schwangerschaft weg. Durchschnittlich 32 Tage Lebenswahrscheinlichkeit. Ist schon 27 Tage am Leben. Schwierig. Schwierig, schwierig. Haben wir vielleicht noch einen Hasen zu verkaufen? Ja, hier. Weiblicher Hase. Gerettet. Neues Wasserschwein. Sieht genau aus wie die anderen. Ja, man kann die auch mischen teilweise. Im gleichen Gehege, aber nicht alle. Es gibt manchmal Tiere, die sagen dann so, nö. Mit mir wird sich nicht gemischt. Ist auch okay. Feldfrüchte 26%. Boah, wie viele verschiedene man dafür bauen muss, wenn man wirklich alles selber anpflanzen will. Das ganze Essen, ich glaube, das geht kaum. Das kann man kaum timen. Weil die wollen ja auch irgendwie tote Insekten und so essen. Also sie komplett darauf zu trimmen, geht glaube ich nicht. Ich würde übrigens mit dieser Spendenaufgabe warten, wenn wir jetzt... Oh, ein neues Mitarbeiterlevel. Wenn wir jetzt sagen, dass wir nach dieser wöchentlichen Abrechnung noch 5000 Dollar über haben, dann würde ich es machen. Weil dann hätte ich das Gefühl, ich kriege in der Woche genug Geld zusammen, um die Mitarbeiter wieder zu bezahlen. Ich will halt kein Darlehen aufnehmen müssen. Das wäre halt unglücklich. Das würde mich unglücklich machen. Wir haben fast 25 Tiere. Übrigens. Übrigens. 5000 Spenden, 3000 Besucher, 5 Lebensmittel. 18. Es ist bald soweit. Ich denke mir, das dauert länger, wenn man länger spart. Aber ich glaube, es dauert pro Forschungspunkt immer gleich lang. Das ist das Entscheidende. 93 Besucher an einem Tag. Mitzi muss langsam aus dem Gehege entfernt werden. Wird wohl noch einen Moment dauern. Ich glaube übrigens, die Variante, die jetzt gleich hier oben ankommt, ist eine von der unteren Schiene von den Wasserschweinen. Was sagt der Futterbestand?
nochmal nachkaufen. Oh, es gibt weitere Nachrichten in der Ausgabe 51. Ich glaube übrigens, sie sind nicht chronologisch berechnet, aber ich werde versuchen, darauf zu achten. Der Zoo nutzt endlich seine Kreisbeeinrichtung, um eine brandneue Tierart zu schaffen. In einem erwarteten Neuanfang für das Tierreich hat der Zoo damit begonnen, Cas9 zu verwenden, um DNA-Abschnitte zu isolieren, auszuschneiden und einzufügen zwischen verschiedenen Tieren. Während einige dies umstritten finden, haben andere gesagt, dass dies große Hoffnung für das Tierreich bietet, da es uns ermöglicht, die Natur so anzupassen, dass die steigenden Temperaturen die anderen Probleme der Natur aushält. Alle sind jedoch sich einig, dass wir nur mehr süße Tierkombinationen sehen wollen. Yay! Okay, dann bedeutet das jetzt wahrscheinlich, ich kann das Tier hier einsammeln. Ich habe eine Schlangenente gefunden. Wie gut zum aktuellen Habitat. Unterkunft. Okay. Willst du zu den Hasen? Geh mal zu den Hasen. Also das waren auch die Hasen. Zu den anderen Hasen. Oh, wir haben 20 Punkte. Es ist soweit. Nice, Mann. Nice. Wasserturm. Das lokale Wasserwerk wird nicht mehr bezahlt. Tierarztbüro. Popcorn. Pizza weiß ich persönlich noch nicht. Wo die ist. Hier so vielleicht. Jetzt, da du eine neue freie Stelle in der Forschungsbasis freigeschaltet hast, können wir mehr Angestellte anheuern. Das würde unsere Forschung wirklich schneller machen. Ja, das war das Ziel im Übrigen. Deswegen habe ich das gemacht, Leute. Das ist witzig, dieser Roboter. Der da jetzt dieses Tier abholt. Genau, also die können nicht gebären. Sehen aber witzig aus. Du musst dieses Tier noch treffen. Ich habe dieses Tier bereits getroffen. Aber okay. Kann ich jetzt sagen, gibt es dafür ein extra Futter? Rarer Essensgegenstand. Futtermischung. Ich kann jetzt extra dieses Tier da anpassen. Oh Gott. Na gut. Ich bin ja ein guter Mensch, ne? Ein richtig gehender Gutmensch. Ich gucke kurz, wie sich es hier weiterentwickelt. Und reduziere dann entsprechend. Also für jeden von diesen Hybriden bräuchte man am Ende extra Futter. Wow. Also eine extra Futter-Einstellung. Das ist schon heftig. So, wo ist denn jetzt dieser eine alte Hase hier, den wir noch loswerden wollen? Wird sie immer noch nicht so weit. Immer noch nicht so weit. Einstellungen. Immer noch keine Bewerber. Wir müssen geduldig sein, Leute. Geduld ist wichtig. 25 Tiere. Wir haben 23, wollen noch zwei weitere. Dann haben wir es geschafft. Kreuzzüchtungen sind unglaublich, oder? Ist auch unglaublich. Ich persönlich bräuchte diese Funktion nicht in diesem Spiel, aber Leute, die finden das gut. Ich bin mir immer nicht sicher, ob das mit dem Klonen was bringt, aber ich versuche es einfach trotzdem. Ich versuche es einfach weiter. Ich habe jetzt dreimal hier die weiblichen von der einen Sorte. Da kommt das neue Wasserschwein. Yay! Damit haben wir, jetzt brauchen wir noch 60 Tiere, gerade unsere Tieranzahl erhöht. Schön. Ab ins andere Gehege mit dir. Mann, Mitzi. Mitzi möchte einfach nicht fertig werden. Ich möchte nicht in die Wildnis. Nein. Komm,
nicht in die Wildnis. Kommt irgendwo anders hin. Ich kann die auch auf Social Media teilen. Die Werbung, dann wollen bestimmt ganz viele Leute auf einmal mit uns hier arbeiten. Kostet mich aber natürlich mehr Geld. Weil von nichts kommt nichts. Duchess. Ah ne, Duchess ist nochmal dahinter. Also wir haben jetzt wirklich schon... Also die ersten drei kriegt man immer halbwegs gut hin. Die ersten drei Arten. Sozusagen. Wollen wir noch einen Cola-Automaten haben? Arbeite daran. Immer noch keinen Bewerber. 12 Stunden durchschnittliche Wartezeit. Wow. Schweine sind Freunde, kein Essen. Hallo mal wieder. Das Wasserschwein ist tatsächlich ein toller Blindenführer. Aber leider ist es einfach zu süß. Leute auf der Straße wollen es einfach immer zu streicheln und damit spielen. Es gibt ein tolles Maskottchen für unsere Sache ab. Also haben wir das Wasserschwein mit rausgenommen, um unsere Sache zu bewerben. Denkst du, wir können vielleicht etwas anderes probieren? Ich hörte, Schweine sind schlau. Vielleicht würde es ein Schwein funktionieren. Ich würde wirklich gerne ein Schwein schenken, aber ich habe leider noch kein Schwein. Schlee. Ich habe einfach kein Schwein gehabt. Das ist traurig. Ich habe 2 ausgegebene Forschungspunkte. Oi, besser, stärker, schneller. Dr. Mecker. Indem ich tote Tiere, die ich bekomme und präpariere, kann ich sie animieren, Roboter machen. Zu animierten Roboter machen. Die Öffentlichkeit wird sich diese Roboter anschauen und denken, sie wären echt. Halt ein Robolöwen. Ich hoffe, es ist jetzt nicht, weil mir das erste Tier gestorben ist. Das wäre unglücklich. Ich will jetzt eine Bewerbung. Ich setze das jetzt aus. Mitzi ist außerdem halt auch noch Hunger. Auch das noch. Kurz vorm Lebensende auch noch Hunger. Wieso bewegen sich die 18 Minuten nicht? Frage ich euch. Aha. Je länger ich gewartet hätte, umso schlimmer wäre es geworden. Okay. Konnten wir nochmal abwenden. Ich hoffe, die sind nach Alter sortiert, die Tiere. Das würde total Sinn ergeben. Wenn die nach Alter sortiert werden. Naja. Lässt sich nicht so leicht klären. Jetzt haben wir noch Gans, Wasserschwein, Wasserschwein, Hase, Gans. Immer bei New weiß man immer, es ist eine neue Variante, die man noch nicht vorher hatte. Deswegen können wir uns da nochmal umschauen. So. Harry und Sydney. Einer von euch muss leider gehen. You're fired. Oder so ähnlich. Ticketpreise. Zu niedrig. Dann werden wir die doch erhöhen. Also man hat immer ein paar Leute, die nicht kaufen. Ist ganz normal. Leute, ich werde ungehalten. Ich habe die ganzen Forschungspunkte gespart, um jetzt richtig loszuforschen. Und jetzt machen die das nicht. Weil die einfach verdammt nochmal keine... ist immer noch zu niedrig. Schuhe? Are you sure? Okay. Gut. Machen wir 9 Dollar. Wer bin ich denn, mich da zu beschweren? Ich habe alles gesehen. Ich habe alles gesehen. Ich weiß immer nicht, warum man diese Verfolgenaufgaben machen soll. Es ändert ja nichts. Weil ich hatte vorhin schon einen vor 2 Folgen oder so und ich dachte, ich könnte die einstellen. Und das ging dann nicht, weil ich das noch nicht erforscht hatte. Das war ärgerlich. Und jetzt will sich deswegen wahrscheinlich keiner mehr bewerben. Es wirkt immer noch, sie sind zu niedrig. Gut. Kann auch ein Bug sein im Übrigen. Das nur, weil er das sagt.
muss es nicht wirklich stimmen. Der läuft jetzt hier übrigens rum, der Mechaniker. Wieso hast du mein Angebot abgelehnt? Operation Robotik kombinieren zwei der besten Kunstformen der Welt. Das wäre großartig. Ich schätze, das beinhaltet auch List und Unehrlichkeit. Genau. Ich glaube, jemand wird seinen Job verlieren. Der Typ scheint sehr günstig zu sein. Okay, sie sind jetzt auf einmal einfach der Meinung, dass der Ticketpreis sehr viel höher sein muss. Jetzt habe ich es erreicht. Gut. Auf einmal 10 Dollar. Wir haben mit 5 Dollar angefangen, Leute. Wir sind jetzt schon doppelt so teuer. Wie damals. Einen schönen Gürtel. Das sind auf jeden Fall die richtigen Referenzen hier. Lass uns doch die Schlange erstmal zu einem Gürtel verarbeiten. Was soll potenziell schon schiefgehen? Man weiß es nicht. Ich habe gleich 5 Forschungspunkte. So. Ich glaube, er erinnert mich immer, wenn er einen Forschungspunkt hat, daran, dass ich forschen kann. Das ist die Frage. 12 für den Popcornstand. Boah. Das ist heftig viel. Ich glaube, ich spare noch ein bisschen. Ich weh mich ja nicht mit dem ganzen kleinen... Oh, ein neuer Bewerber. Mit dem neuen kleinen, mit dem ganzen kleinen Kram beschäftigen. Ja, auf jeden Fall wirst du eingestellt. Ich möchte die Stelle schließen. So, jetzt wird losgeforscht hier. Geil. Das macht mich richtig glücklich. Große Freude hier. Muss immer einmal am Tag gucken, ob sie neue Tiere haben hier. Das gehört auch zu meiner Aufgabe als Zoodirektorin. Das im Auge zu behalten. Es gibt Müll. Wo ist der Müll? Ich sehe ihn nicht. Er ist weg. Baue eine Tonne. Oh nein, wir haben fast 50 Cola verkauft. Aber nur fast. Es waren nur 46. Ich mache die Cola günstiger. Und erhöhe etwas den Koffeingehalt. Ich hoffe, dass es besser läuft jetzt. Genau, also mit dem... Oh, jetzt ist die Abrechnung. Aktuelles Geld 8000. Jetzt 2500 Lohn. Okay. Also, wir haben jetzt eine Woche dann Zeit, 2500 Geld zu bekommen. Aber ich werde jetzt spenden. Wenn ich 44 Tage im Geschäft bin, möchte sie 10.000 von mir haben wahrscheinlich. Ah ja. Was tut man nicht alles für den guten Zweck? Ernst gemeinte Frage, aber was hat es gebracht? Gar nichts. Was wäre passiert, wenn wir an dem 44. Tag gewesen wären, bevor wir das gespendet hätten? Danke für den Bau des Quest-Einrichtungen. Jetzt helfen wir einander. Wir würden deine Einrichtung gerne benutzen, um Testhybriden zu erschaffen. Als Bonus kannst du alle neuen Arten behalten. Ich kann jetzt einen Wasserschweinhase oder einen Schweinhase. Wasserschweinhase. Schweinhase. Ich mache einen Schweinhasen. Also ich werde jetzt einfach regelmäßig... mir wird jetzt regelmäßig angeboten, hier irgendwas zu machen. Finde ich persönlich gut auch, weil ich habe kann nichts dafür, dass ich noch nicht die ganzen Gene da freigeschalten habe von den anderen Tieren. Ist ja nicht meine Schuld. Sozusagen. Ich habe das Gefühl, die ärgern sich schon ein bisschen hier mit den Karten. Aber vielleicht irre ich mich auch. Vielleicht irre ich mich auch. Wie viele Gänse haben wir denn jetzt inzwischen? 6 von 10 Gänsen. Habt ihr noch genug Platz bei euch? Gerade so. Eltern. Also es ist wirklich so klein, ich kann es kaum erkennen. Welche Sorte... Ich kenne sie ja. Es ist diese hier. Die Vorgängersorte mit, ich glaube... Ja, weiß ich nicht, welcher.
Unklar. Ganz klarer Fall von unklar. Dieses Tier ist irgendwas aus Science Fiction. Genau, so läuft das. Das Tier ist dann plötzlich aus Science Fiction. Ein weiterer Hase gespendet. Ja, ist sehr viel weibliche Schlangenpower hier unterwegs. Würde man sagen. Aber es ist fest davon auszugehen, dass die nächste Variante sich aus zweimal demselben da zusammensetzt. Aber genau weiß ich es auch nicht. Was wollen wir jetzt haben? Den Verbrennungsturm, den Schokoautomaten, die Zuckerwatte. Alles wichtige Dinge. Ich glaube, ich investiere in die Zuckerwatte. Und dann jetzt in die Verbrennungsanlage. Recyclingbehälter. Oh, ich habe nicht genug Moral fürs Recycling. Das ist ja furchtbar. Wenn man nicht gut genug ist fürs Recycling. Der örtliche Zoo hat Pläne für den Bau eines Verbrennungsofens vorgelegt und einige Anwohner sind nicht glücklich. Obwohl ich weiß, dass sogar Krankenhäuser dazu neigen, ihren organischen Abfall zu verbrennen, gefällt mir die Idee immer noch nicht, sagte einer der Bewohner. Ein anderer sagte, ich denke, ein Krematorium für Tiere macht Sinn. Was passiert sonst, wenn etwas unweigerlich stirbt? Ich möchte keine Krankheiten, Ratten oder andere widerwärtige Dinge in unserer Gegend. Deshalb denke ich, dass diese Verbrennungsanlage der beste Weg für alle ist. Übrigens die 15. Ausgabe. Jetzt kommen wir hier mit dem Pyromanten in Kontakt. Den kenne ich schon. Hallöchen, ich sehe, dass du jetzt einen Verbrennungsofen bauen kannst. Ich lege dir stark ans Herz, einen zu bauen, damit du jegliche Tierleichen verbrennen kannst. Es ist wirklich faszinierend, das Feuer brennen zu sehen, was? Ich schwöre, ich bin kein Brandstifter. Ich mag nur Feuer wirklich gerne. Können diese Augen lügen? Das war's. Du sollst eine Leiche verbrennen gehen. Dann siehst du, was ich meine. Verbrenne ein Tier. Ist die Aufgabe. Oh, passt sogar dahin. Geil. Super. Immer erstmal an der Verbrennungsanlage vorbeigehen müssen. Das wäre doch ein guter Deal. Zuckerwatte, Leute. Es gibt Zuckerwatte. Ich hoffe, ihr habt alle Bock. Oh, der ist ja süß. Der ist ja richtig knuffig, der Stand. Der Zuckerwatte-Stand hier. Mit jedem Stand, den wir da bauen, müssen wir uns auch mehr, müssen wir auch mehr Angestelltengehalt bezahlen. 1,80. Mit ein bisschen Synthetik. Maissirup ist das, was mit der Übelkeit zu tun hat, ne? Ja, so ein bisschen übel ist auch normal. Was einem ein bisschen übel ist. Ich sehe halt den Müll nicht. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Wir haben schon wieder VIPs, die wir nicht gefunden haben. Schade. Meistens sind es ja... Aber eigentlich waren die immer leicht zu erkennen. Deswegen wundere ich mich so. Danke, ich habe alles gesehen, wofür ich hier war. Ja, ist doch gut. Das ist offensichtlich der Müll da vorne. Kannst da nicht hingehen? Du kannst da hingehen. Tust es aber nicht. Aus irgendeinem mir nicht erklärlichen Grund. Tier finden, Toilette gehen. Also wenn ihr nicht größere Schilder um den Hals tragt, ihr Leute, ihr VIPs, bin ich überfragt. Ich habe das alles abgedeckt. Die Leute wollen einfach nicht arbeiten. Das ist ja eindeutig da die Zone von dem. Jetzt habe ich es falsch gemacht. Oder? Nee. Zugeteilte Zone 1. Kann man ihnen mehrere Zonen zuteilen? Ich weiß es nicht. Ich gewinne heute minus 4000. Ja, weil ich mich entschieden habe zu spenden. Etwas Gutes zu tun. Nitro und Harvey sind gleich.
muss immer so richtig analysemäßig. Okay, Sydney und Britt ebenfalls. Britt ist aber zwar jünger, aber noch nicht schwanger. Ich verkaufe keine schwangeren Tiere. Da ist die Grenze. Das mache ich nicht. Bei den Wasserschweinen muss man ein bisschen aufpassen, dass es denen hier nicht zu eng im Gehege wird. Würde ich sagen. Wie sieht der Tierfutterbestand aus? 200 Öcken. Wisst ihr, wann die Woche vorbei ist? Auf einem Sonntag wahrscheinlich. Oh, so groß kann das übrigens werden, wenn es fertig ist. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen dran stricken. Ich will mit einer Giraffe gekreuzt werden. Naja, okay. Jetzt habe ich wieder die Schlange. Ich bin jetzt gespannt, ob das auch ein Weibchen ist. Was da gleich hergezaubert wird. Ja, okay. Also ich kann so viele Weibchen davon produzieren, wie ich möchte. Offensichtlich. Ob es was bringt? I don't know. Oh, ich habe übrigens die 30. Jetzt Moral. Ich könnte jetzt hier die Recycling-Geschichte machen. Wenn kein Wunder, muss der Boden herhalten. Recyclingbehälter. Recycling Center. Tierarztbüro finde ich persönlich ja auch sinnvoll. Tiere untersuchen. Schutzpaket. Da bin ich mir unsicher, ob das für die Leute ist oder für die Tiere. Ausbildungsstation. Oh, die ist wichtig. Die ist wichtig, aber da brauche ich 40 Moral und die habe ich noch nicht. Oh, die U-Bahn. Die U-Bahn. Wir sparen für die U-Bahn. Ganz klarer Fall. Als nächstes. Und dann kommt hier der U-Bahn-Eingang hin, würde ich sagen. Da so. Und da kommt der Ausgang. Und dann haben wir da schon die Möglichkeit, ein bisschen Speed reinzukriegen in die Bewegung von A nach B. Dann der Speed Mode. Der sogenannte. Ich frage mich, warum ich nicht mehr informiert werde, wenn VIPs den Zoo betreten. Enttäuschend. Ich bin enttäuscht. Spiel ist nicht nett. Also, ich analysiere jetzt mal kurz. Die dritte Stufe ist eigentlich immer aus den ersten beiden Stufen zusammengesetzt. Das Spiel ist ja jetzt nicht allzu anspruchsvoll. Auch hier, dritte Stufe, erste und zweite Stufe. Hier, dritte Stufe. Hoppala. Dritte Stufe, erste und zweite Stufe. Also muss ich eigentlich. Ja, was muss eigentlich passieren? Muss jetzt nur hier Wesley oder Fido mit einem der anderen vier und dann sollte das doch eigentlich laufen. Ich habe eine neue Hasenvariante. Oh, Austin! Du bist ja toll, du bist die. Oh! Du warst 37% Chance, wenn sich die zweite Stufe miteinander paart. Interessant. Die Chance ist viel geringer. Und jetzt wahrscheinlich die beiden miteinander, würde man vermuten. Ne? Was ist denn das für ein Geschlecht? Menschen. Geh mal hier rüber. Austin. Ich glaube, da wartet deine Zukunft auf dich. Sagen wir so. Die Zukunft von uns allen. Babys sind das Wunderbarste. Jawohl. So ist das. Oh, ich habe jetzt schon 2000. Also, ich glaube, ich kann jetzt gerade noch die Gehälter bezahlen diese Woche. Trotz der extrem absurd hohen Spende, die ich gezwungen war zu geben vom Spiel. Hat mir nicht gut gefallen, dass ich dazu. Naja, ich wurde nicht gezwungen, aber. Naja. Mit solchen Tieren will ich jeden Tag wiederkommen. Ich hoffe doch, dass du jeden Tag wiederkommst. Dann kannst du mir jeden Tag 10 Dollar dalassen. Für meinen Zoo. Und da warten die Leute auf den Bus nach Haus. Das waren ganz schön viele Leute in einem Bus.
Naja, kuschelig halt. Ach, Leute, wir haben es geschafft. Ich habe die Hitzeaufnahme überstanden. Es war gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Manchmal habe ich auch ein unterschiedliches Hitzeempfinden. Egal, das hat euch nicht zu interessieren. Ich hoffe sehr, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben, wenn es so war. Und abonniert selbstverständlich diesen Kanal. Dann seht ihr mal, wenn eine neue Folge Let's Build so online geht. Ihr könnt mich mal auf Twitch besuchen. twitch.tv/aufbau_anne. Da spiele ich derzeit einmal die Woche Anno 1800 in der Konsolenedition. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Und dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zusehen, ihr Lieben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!